Oh. Der Xaurib tippt dich wütend an. Oh, hier ist Schleim überall. Oder besser gesagt Schlamm. Oh, das hat sie eigentlich gut getroffen. So, da ist ein Xaurib. Lockt er uns jetzt in der Falle? Wow, okay. Okay, Hund ist down, aber das dürfte jetzt nicht so schlimm sein, hoffe ich mal. Ah, doch. So, Hund lebt wieder. Oh. Ey, der hat ordentlich Gift gekriegt. Vergifteter Schlag. Mhm. Der ist auch noch gelähmt. Das ist nicht schön. Kupfer-Theo? Die Grundwährung des Königsreichs Raotar ist der Kupfer-Theo, Hand. Obwohl die Münze keine Ähnlichkeit zu einer Hand aufweist, nannten die Raotaner die Münze so, da man damit Waren und Dienstleistung bezahlen kann. Frei nach der Redewendung, die Hand macht die Arbeit. Ah ja. Also das ist so das Pendant zum Kupferpfand. Obsidianplättchen. Oh ja, jetzt will ich mal kurz gucken. Die sind 3 KP wert. 1, 5, 4. 1, 5, 7. Okay, das ist also auch Geld. So wie diese Muscheln halt auch. So, hier war ein Xaurib-Lager. Kit des Diebes. Hm. Frisches Obst und Kappa-Blatt. Wieder solche Halsketten. Jetzt kann ich mal den Rest vorlesen. Nicht-Huaner können die Qualität einer Attacker-Kette auch nicht beurteilen. Dies rief skrupellose Huaner auf den Plan, die Valianer und Raotaner mit Ketten aus Muscheln, die andere Huaner als Fälschung ablehnen würden, hinters Licht führen. Die Fremden finden dies meist deutlich weniger lustig als die Einheimischen. Tja, wenn man unschönen Tand verkauft kriegt, dann ist das klar. Oh, ein Lindwurm. Was für einen Effekt gibst du? Genauigkeit, Abwehr und Reflexe gegen entfernte Feinde. Also das ist ein Fernkampftierchen. That's a baby Zorup. His mama must be half as tall as this whole building. Ja, was hat er da gerade gemeint? Wenn das ein Baby Xaurib ist, muss seine Mutter mindestens halb so groß sein wie dieses ganze Gebäude. Nicht unbedingt, denke ich mal. Weil das ist ja eigentlich ein Flugdrachen-Lindwurm. Was machst du eigentlich? Du machst Verfassung auf mich und auf die Gruppe machst du Heilung durchgeführt. Hm. Wenn ich dich also rausnehme, verliere ich gerade 5 Gesundheit. Schaden mit Fernkampfwaffen. Schaden vom Wirkungsbereich Angriffen. Die habe ich nicht unbedingt. Wahrnehmung und Intelligenz. Und die Gruppenfähigkeiten sind... Fingerfertigkeit für die Gruppe. Kritische Treffer in Treffer umwandeln, aber nur 10%. Plus Wirkungsbereich. Und du machst Schutz gegen Fernkampf. Das klingt eigentlich gerade irgendwie vernünftiger.
Und er ist irgendwie putzig, wie er da so hinter mir herfliegt. Windstein und Zunder, den nehme ich gerne mit. Oh. Eine gute Kettenrüstung. Ja, das sind Gewänder von Gaun. Alofs Lederrüstung. Und du kriegst auf jeden Fall mal das Schildädder. Der Rest kann erstmal da rein. Ja, Edder. Die da rein, die da rein. Wo sind eigentlich meine Gebrauchsgegenstände? Hier, Verbrauchsgegenstände. Da hast du nämlich noch mehr Bomben. Aber ich glaube, mehr als... Ja. Mehr passen da echt nicht rein. Haben wir sonst noch was an Bomben hier? Ach ja, Schild wechseln. Ich habe doch hier die Böller gesehen. Hm. Warum nicht? Schriftrolle des Sonnenstrahls. Na komm, Gegengift kann mal weg. Kriegst du die Rolle hier? Wobei, Schriftrolle der Segnung und Alof kriegt die Schriftrolle. So. Man kann die beiden Heiltränke noch haben. Aschebombe, Trank der mäßigen Heilung. Ah. Also das bessere als das hier. Gut, damit haben wir hier geplündert. Wir können also hier zum Ausgang. Muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, dass wir einen Direktausgang haben. Auf der einen Seite verkürzt das unsere Reise nach draußen. Auf der anderen Seite, normalerweise mag ich sowas in Rollenspielen nicht, dass man einen Dungeon durchquert und dann einen Direktausgang am Schluss hat. Aber irgendwie bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Oh, was ist das für eine Statue? Voidicker, oder? Oh, und ich habe den Altar nicht geplündert. Ein Buch und ein paar Silberpfennige. Diese große Silbermünze wird im Reich Idee und in vielen seiner Kolonialgebiete für große Transaktionen benutzt. So, und die Statue. Die Statue von Voidicker geht so weit in die Tiefe, dass, dass du ihre Füße nicht sehen kannst. Jo. Wer auch immer da runtergeklettert ist, um die da zu bauen. Ach, und jetzt komme ich erst drauf. Tempel des Eidbinders. Die Eidbinder sind hier. Sind ja die... Voidicker-Anhänger. Das hat ja Taos schon in seinem ersten Dialog, den wir mitgehört haben im ersten Teil, zu sagen gehabt. Gut. Jetzt raus hier. Dann können wir mal gucken, was wir mit unserem neuen Matrosen anfangen können. Der will angeblich keine Bezahlung haben. Okay, und das hat uns ja auch nicht ganz nach oben geführt. Also war kein Direktausgang.
Also ja, es gab am Schluss eine Quest, aber die war völlig optional. Ja, Heiligtum des Eidbinders. Schiff. Oh, er ist von selber. Navigator und Steuermann. Rumtrottel Regere ist jetzt hier. Essen, trinken geht noch einigermaßen. Wobei, ich muss besseres Trinken kaufen. Und ich muss dann gucken, dass ich aus dem Schiffszwieback und dem Wasser durchs Kochen irgendwas fabriziere. So, unser Schiff ist schon wieder recht repariert. Das heißt, wir werfen mal einen Blick auf die Übersichtskarte. Krummsporenkapitän. Das ist ein Sklavenhändler. Also mit nicht verbunden meinen sie unabhängige Schiffe, also gerade die Händler. Huana-Schiffe, Principi-Schiffe, KTG-Schiffe und VHG-Schiffe. Keine Ahnung, was die beiden sind. Auf jeden Fall, das da ist ein Sklavenhändler. Aber mit dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Ich will eigentlich... Na, tatsächlich, der will gar kein Geld von mir haben. Noch eine Insel. Ach, das ist die Nikataka-Insel. Hey Leute, wir sind angekommen. Das Hauptproblem ist, den beiden können wir ihre Wunden nicht heilen. Das heißt, das Erste, was ich machen werde, ist Vorräte fürs Schiff kaufen. Gerade Trinken sollte ich kaufen ein bisschen. Also ich brauche jetzt nicht gerade gutes Trinken kaufen, sondern neutrales Trinken. Und ja, Reparaturvorräte sollte ich vielleicht wieder aufstocken. Kanonenkugeln sollte ich kaufen. Und vor allem Medizin. Ich kann sie leider wahrscheinlich nicht hier in der Stadt behandeln. Ja, ich habe einen erfolgreich freigeschalten. Das Herz des Todesfeuers. Nikataka von Prima 2823. Als du den Kai entlangläufst, wird dein Kommen von einem Kader am Maul in schwerer Rüstung bemerkt. Die Anführerin kommt mit ihrem Trupp mit schnellen Schritten auf dich zu. Die Affenmeisterin überragt dich deutlich und lässt sich auch nicht dazu herab, sich zu bücken oder ihren Blick auf deine Augenhöhe zu senken. You're far from home, Farmer. How did you make it all this way in your little boat? Ein Schiff aus dem Dürrwald. Du bist weit weg von zu Hause, Bauer. Wie hast du es hierher geschafft in deiner Nussschale?
Die Amanuin streckt ihren dicken Nacken vor, um sich den Rumpf deines Bootes anzusehen. Ihr Gesichtsausdruck ist halb unglaublich, halb mitleidig. Why do we gotta be farmers, just 'cause we're from Deerwood? Wer sagt, dass wir Bauern sind, bloß weil wir aus dem Dürrwald kommen? Are you a farmer? Bist du etwa kein Bauer? Edda ist Bauer. Yeah, but you can't just assume. We got rabble-rousers too.